ein bisschen heller sehen. Das Licht ist nur jetzt etwas schlecht geworden. Ich weiß nicht, ob ich das noch lesen kann. Also, ich fange einfach mal an. Es gibt mittlerweile eine neue Methode gegen Tropenholzschmuggel. Ah ja. Spricklicht, Moment. Oh, es ist kalt, gut, oder? Ja. Rosenholz zeichnet sich durch seine burgunderrote Farbe und seinen Duft nach Rosen aus und gilt als die Königin unter den Tropenhölzern. Deswegen erzielt man mit dem Handel von Rosenholz, da aus der Gruppe der Palisanderhölzer stammt, hohe Preise auf dem Markt. Vor allen Dingen wohlhabende Chinesen kaufen gerne Möbel aus dem begehrten Edelholz. Das Fällen von Rosenholzbäumen auf Madagaskar ist von der Regierung verboten worden. Deshalb ist es nicht verwunderlich, dass das illegale Schlagen der Bäume ein großes Problem darstellt. Dort werden Jahr für Jahr Tausende von Bäumen ohne Erlaubnis gefällt und auf diese Weise verschwinden die letzten Urwälder und damit die einzigartige Flora und Fauna auf der Insel. Sonja Hasselt, eine Biologin aus Zürich, kämpft mit ihren Mitteln gegen das Verschwinden des Regenwaldes auf Madagaskar. Sie hat eine neue Methode entwickelt, mit der man illegal geschlagenes Rosenholz nachweisen kann. Denn man muss sich vor Augen halten, dass man den Holzwilderern nur dann beikommen kann, wenn man die Herkunft der Hölzer nachweisen kann. Wie funktioniert nun die Methode von Frau Hasselt? Sie führt an den Hölzern eine DNA-Analyse durch, vergleichbar mit einem Vaterschaftstest. Sie sagt, dieses ist vergleichbar mit dem menschlichen Fingerabdruck. Die DNA ist einzigartig und deshalb für die Identifizierung ideal. Die Forscherin war im Jahr 2011 4 Monate im Masola Nationalpark auf Madagaskar. In dieser Zeit hat sie Zweige und Blätter von verschiedenen bedrohten Rosenholzarten gesammelt. An der Eidgenössischen Technischen Hochschule in Zürich hat sie dann im Labor die DNA isoliert. So konnte sie für jede Rosenholzart ein genetisches Profil erstellen und in einer Datenbank speichern. Hat man nun den Verdacht, dass Rosenholz verbotenerweise gefällt wurde, dann könnte man zukünftig eine Probe von Holz nehmen, diese analysieren und mit der Datenbank vergleichen. Erste Erfolge werden aus Sri Lanka gemeldet, wo es im Mai Zollbeamten gelang, eine Ladung von 3500 Rosenholzstämmen aus Ostafrika als illegal zu identifizieren und zu beschlagnahmen. Man könnte nun argumentieren, dass es wenig hilft, die Herkunft von bereits gefällten 3500 Rosenholzbäumen zu kennen, denn diese Bäume sind für immer aus dem Regenwald verschwunden. Dies wäre aber zu kurz gedacht, denn man kann den Weg der Bäume aus dem Wald über die Verarbeitungsbetriebe bis zur Anlieferung verfolgen und somit den Wilderern leichter auf die Spur kommen, um zukünftig deren kriminelles Handwerk zu verhindern. Das war jetzt eine Nachricht aus dem Wald. So, Ina liest dann die nächste positive Nachricht vor. Die Monsanto verliert Anbaugenehmigung. Mexiko, Inka atmen auf. Vor wenigen Wochen hat ein mexikanisches Gericht dem USA-Konzern Monsanto, die die Genehmigung zum Aufbau, Anbau von herbizidresistenten Genetik Soja entzogen, wie der Informationsdienst Gentechnik schreibt. Laut der Zeitung The Guardian, gegründet der
benutzt wird, dann ist nicht dabei. Ja, ich kann ja auch woanders fragen. Es gibt ja bei weitem genug Leute, die für dieselbe Idee stehen. Bin ich auch mal am Mikrofon? Wird auch Zeit. Ansonsten müssen wir halt einfach mal fragen. Also laut der Zeitung The Guardian begründete der zuständige Richter das Urteil mit Risiken für die Honigproduktion. Monsanto hatte die Lizenz zum Anbau von transgenen Sojapflanzen vor etwa 2 Jahren erhalten. Die damalige Genehmigung galt für 250.000 Hektar in 7 Bundesstaaten Mexikos, darunter auch die Halbinsel Yucatan. Doch Anfang August wurde die Genehmigung vom Gericht kassiert. Eine Koexistenz von Imkerei und Gentechnik Soja sei nicht möglich, erklärte Richter, wie The Guardian berichtet. Mexiko ist weltweit der 6. größte Hersteller und der 3. größte Exporteur von Honig. Auf Yucatan sind über 25.000 Familien von der Honigproduktion abhängig. Die tropische Region produziert etwa 40% des Honigs im ganzen Land, von dem fast alles davon in die EU exportiert wird. Doch in Mexiko spielt nicht nur der Sojaanbau eine wichtige Rolle, auch der Anbau von gentechnisch verändertem Mais ist ein weiteres Streitthema. Mexiko gilt als Ursprungsort und Stätte der biologischen Vielfalt des wichtigen Grundnahrungsmittels Mais. Im Oktober letzten Jahres setzte bereits ein Gericht alle erteilten Genehmigungen zur Freisetzung von transgenem Mais aus. Mit großer Wahrscheinlichkeit wird der Konzern die Urteile nicht einfach gefallen lassen und in eine höhere Instanz gehen. Doch es tut sich was und das ist ein positives Zeichen. Man darf gespannt sein, wie es weitergeht. Ja, bravo. Okay. Super. Einfach weiter. Kinder sind immer lieb. Bert Hellinger, Begründer der systemischen Pädagogik, zum Ehrenbürger von der Großstadt Tlalnepantla in der Nähe von Mexico City ernannt. Bert Hellinger ist weltweit bekannt durch seine Pionierarbeit bei der Entwicklung des Familienstellens. Familienstellens, genau. Daraus hat sich eine systemische Pädagogik entwickelt, die sich bemüht, jedes Kind im Kontext seiner Familie zu verstehen und zu achten. Eine Grundthese ist, Kinder sind immer lieb. Gemeint ist auch seltsames und der Entwicklung schadendes Verhalten, kann verstanden werden als bewusste Rollenübernahme für Personen aus dem Familiensystem. Aus diesem Verständnis heraus ergeben sich Wege, Kinder zu entlasten, um sie für ihre eigene Entwicklung zu stärken. Dieses neue Denken hat sich an sozialen Brennpunkten bewährt, zum Beispiel in Mexico City, wo es viele Straßenkinder gibt. CUDEC, die Universität Ernesto Cardenal ist eine Dachorganisation von Schulen, Fördereinrichtungen für Kinder, Beratungsangeboten für sozial schwache Familien, Universitäten und Lehrbildungsanstalten in Mexiko, hat sich unter dem Einfluss dieser neuen Pädagogik zu einem Pilotprojekt entwickelt, beispielhaft für viele andere Bildungseinrichtungen in Lateinamerika. In eben genanntem Ort bei Mexico City wurde Bert Hellinger am 18. Juli 2014 anlässlich eines Besuches für seinen Verdienst, für den Menschen und der Therapie geehrt und zum Ehrenbürger ernannt. Die Einflüsse und die Verbesserungen in der Erziehung, in der Wirtschaft und in den Familien, die von Bert Hellinger ausgingen und ausgehen, sind derart umfangreich, dass die Ernennung zum Ehrenbürger als das geeignete Mittel erschien, den Dank auszudrücken. Der Vorschlag wurde von allen Mitgliedern des Stadtrates ohne Enthaltung oder Ablehnung einstimmig angenommen. Der Festakt vollzog sich im Rathaus unter Anwesenheit des Bürgermeisters, aller Ministerinnen und Minister. Danach gab es eine Feier. Das Philharmonische Stadtorchester und 3 Opernsänger gaben dem Festakt eine ganz besondere Note.
alternativlos. Also keine dagegen. Da muss man einer schaffen, ne? Fantastisch. So, bleiben wir bei den Kindern. Da gibt es eine Teenagerin, die erfindet ein Gerät zur Erzeugung von sauberer Energie und frischem Wasser. Nicht? Google veranstaltet jedes Jahr die Google-Wissenschaftsmesse, bei der sich Kinder und Jugendliche als Aussteller bewerben können, um ihre Erfindungen zu zeigen. Unter den 15 Erfindungen, die den Zweck haben sollen, unsere Welt nachhaltig zu verbessern, war dieses Jahr ein Beitrag der 17-jährigen Australierin Cynthia Sinn. Das ist ein Name, den kann man nicht aussprechen. Der alle anderen Ausstellungsstücke überragte. Die Studentin konstruierte ein Gerät mit dem Namen H2PRO. Hinter dieser Bezeichnung verbirgt sich ein tragbares Gerät, das mit Hilfe der Photokatalyse Elektrizität erzeugt. Also es ist eindeutig zu dunkel für mich zum Lesen. Und zur gleichen Zeit Wasser reinigt. Was versteht man unter Photokatalyse? Als photokatalytisch bezeichnet allgemein man jede durch Licht ausgelöste chemische Reaktion. Hierzu verwendet man spezielle selbstreinigende Oberflächen. Cynthia hat sich zum Ziel gesetzt, mit ihrer Erfindung zwei der größten Probleme der Menschheit in den Griff zu bekommen. Sauberes Wasser und saubere Energie auf einfache Art und Weise zur Verfügung zu haben. Heute leben 1,2 Milliarden Menschen ohne Elektrizität und 780 Millionen haben einen Zugang zu sauberem Wasser. Der H2PRO könnte diese Probleme mit der Photokatalytiktechnik lösen. Denn diese generiert gleichzeitig sauberes Wasser und elektrische Energie allein mit Sonnenlicht. In ihrer Beschreibung erklärt Cynthia, dass sie bei der Lektüre über Photokatalyse auf die Idee mit dem H2PRO gekommen ist. Sie erklärt, bei der Photokatalyse wird nicht nur Wasser gereinigt und sterilisiert, sondern es wird auch Wasserstoff durch die Aufspaltung von Wasser produziert. Dieser kann zur Erzeugung von Elektrizität genutzt werden. Mit diesem innovativen Gerät und der Unterstützung von Google stehen die Chancen wohl nicht schlecht, dass eine 17-jährige Teenager zur Lösung von zwei großen Problemen der Menschheit beitragen kann. Phänomenal. So, dann geht's um die Bienen. Die US-Behörde verbietet giftige Chemie für Bienen. In Naturschutzgebieten in den USA ist der Einsatz von für Bienen tödlichen Pestiziden ab 2016 verboten. Dieser Beschluss soll landesweit für die National Wildlife Refuges gelten, wie Regenwald.org am Dienstag berichtete. In den USA und in Europa könne man seit einigen Jahren ein dramatisches Bienensterben beobachten. Experten sehen als eine der Ursachen die Verwendung von sogenannten Neoinsotinoiden. Dabei handelt es sich um Gifte, die auf diverse Samen wie Raps, Sonnenblumen und Mais aufgetragen werden und auf diesem Weg in die Umwelt gelangen. Diese Pestizide stellen auch ein tödliches Risiko für Schmetterlinge, Vögel, Fische und Säugetiere dar. Jene Gifte werden bereits seit dem Jahr 2013 von der Europäischen Union verboten. Produziert werden sie von den Konzernen Bayer,
Syngenta und BASF. Alle drei Unternehmen klagen gegen die Verbote in Europa. In den rund 60 Millionen Hektar großen US-National Wildlife Refugs werden neben den Neoinsotinoiden auch gentechnisch manipulierte Pflanzen verboten, bei deren Anbau gefährliche Chemikalien zum Einsatz kommen. Ja, da wollen wir mal hoffen, dass die Klagen abgewiesen werden. Alternativer chemiefreier Anbau von Erdbeeren durch Sonnenenergie. Erdbeeren gehören wohl mit zu den beliebtesten und leckersten roten Früchten, die es gibt. Da Erdbeeren leider sehr oft an Pilzinfektionen erkranken, werden oftmals Bodenbegasungen mit giftigen Chemikalien angewendet. Alternativen sind daher dringend nötig, um den Einsatz von Chemikalien zu verringern. Eine solche mögliche Alternative ist die sogenannte Biosolarisation, die im spanischen Andalusien vom Institut für Agrar- und Fischereiforschung entwickelt wurde. Auf Erdbeerfeldern in Huelva wurde die Methode bereits erfolgreich getestet und man hat nachgewiesen, dass auf eine chemische Bekämpfung verzichtet werden kann. Wie funktioniert das? Mit dem Begriff Biosolarisation, in dem Begriff Biosolarisation steckt das Wort Solar. Das lässt vermuten, dass die Sonne eine Rolle bei dem Verfahren hat, um nicht zu behaupten, eine ganz entscheidende. Die Wärme der Sonne dient dazu, den Boden auf natürliche Weise zu desinfizieren. Als Dünger wird frische Gülle von Hühnern aus der Region hinzugefügt. Der Boden wird gewässert und zu guter Letzt mit einer speziellen Kunststofffolie 4 Wochen hermetisch abgedeckt. So kann die Bodentemperatur unter der Folie durch Sammlung der Sonnenenergie auf einen günstigen Wert kommen, der für die Entwicklung von Erdbeeren perfekt ist. Durch die Gülle im Zusammenspiel mit den hohen Temperaturen werden die Gase freigesetzt, die sowohl Pilze als auch Unkraut abtöten, während der Dünger die Erde wiederum anreichert. Neues Thema: solargetriebenes Wasserrad reinigt verschmutzte Gewässer. Die Verschmutzung der Wasserwege ist ein ernstes Problem und wird zu einer immer größeren Herausforderung für die Menschheit weltweit. Überall sucht man nach kreativen Lösungen, um dieses Problem zu lösen. Menschen aus der ganzen Welt haben die Brisanz dieses Themas erkannt und arbeiten mit Nachdruck daran, mit ihren Ideen unsere Ozeane und andere Gewässer vom Müll zu befreien. Vor kurzem hat man in Baltimore im Staat Maryland, USA, ein neues Gerät vorgestellt, das eventuell eine Lösung im großen Stil für das Abfallproblem in den Gewässern darstellen könnte. Das Gerät sieht aus wie ein überdimensionales solarbetriebenes Wasserrad, das mit einem Transportband verbunden ist. Das Wasserrad arbeitet folgendermaßen. Das Rad hebt den Abfall und den Schutt aus dem Wasser und befördert diesen auf ein Transportband. Dazu benutzt man eine Art Schuttrechen, welcher die gesammelten Abfälle über das Transportband in einen großen Müllcontainer befördert. Das ganze System benötigt keine externe Energie, denn es wird zum einen mittels der Solaranlage und zum anderen durch die Wasserströmung angetrieben. Das Wasser ist das Kind von John Kellett von der Firma Clearwater Mills in Baltimore, der an der Entwicklung der Anlage seit 2008 arbeitet. Das erste Wasserrad sah eigentlich wie eine Mühle aus und wurde 3 Jahre lang getestet, bevor es aus dem Hafen im Jahr 2011 entfernt wurde, weil es der Menge an Abfall in der Bucht von Baltimore überlastet war. In der Zeit vom 16. Mai bis zum 16. Juni wurden 46 Tonnen Abfälle aus dem Hafen von Baltimore entfernt. Man geht sogar davon aus, dass man in Gewässern mit einer noch größeren Verschmutzung viel mehr Abfälle hätten entfernen können. Man ist davon überzeugt, dass bis zu 23 Tonnen pro Tag aus entsprechend verschmutzten Gewässern entfernt werden können. Einige Leute in Baltimore sind sich einig, dass man im Hafen der Stadt in etwa 5 Jahren schwimmen kann, weil dann das Wasser sauber genug wäre. Dazu muss man allerdings das Problem mit den chemischen Abwässern noch in den Griff bekommen, aber auch daran wird bereits gearbeitet. Brauche ich vorher so, ne?
immer wieder aufbauend, wie viele Menschen sich dem Problem der Wasserverschmutzung annehmen und ihre Ideen in die Tat umsetzen, etwas dagegen zu unternehmen. Wenn jetzt noch jedem klar wird, welche Folgen eine solche Verschmutzung mit sich bringt und dadurch jeder bewusster mit seinem Abfall umgeht, sind das die besten Voraussetzungen für eine saubere Zukunft. Supermarktkette begeistert Kunden für unästhetisches Obst und Gemüse. 5-mal am Tag sollte man Früchte oder Gemüse essen, sagen die Ernährungswissenschaftler. Das ist insofern ziemlich schwierig, da bekanntlich Pommes frites weder zu Gemüse noch zu Früchten zählen. Etwa 300 Millionen Tonnen an Nahrungsmittel inklusive Gemüse werden jedes Jahr weggeworfen. Intermarché, eine französische Supermarktkette, hat einen Entschluss gefasst, wie man der Problematik beikommen könnte. Intermarché verkaufen Früchte und Gemüse, die nicht so aussehen, wie man es im Prospekt gerne abbildet und dem normalerweise an die Lieferanten zur Entsorgung zurückgehen, zu einem günstigeren Preis. Um den Kunden klarzumachen, dass Gemüse und Früchte, die nicht dem ästhetischen Empfinden der Kundschaft entsprechen, genauso gut wie die normalen, macht man daraus unauffällige Fruchtsäfte und Gemüsesuppen. Und was war das Ergebnis? Ein Erfolg. Diese Produkte waren schnell ausverkauft und hatten zwei Dinge zur Folge. Sie erregten die Aufmerksamkeit eines größeren Kundenkreises und brachten eine einfache Lösung für das Wegwerfproblem. Alte Handys, große Hilfe für den Regenwald. Was macht man mit alten Handys? Entweder man entsorgt sie oder hofft, dass sie fachgerecht recycelt werden oder sie fristen ein nutzloses Dasein in irgendwelchen Schubladen in unseren Wohnungen. Für dieses Problem hat das gemeinnützige Start-up-Unternehmen Rainforest Connection aus San Francisco eine tolle Idee. Man will mit ausgedienten, funktionsfähigen Smartphones Jagd auf kriminelle Holzfäller und Wilderer machen. Wie soll das funktionieren? Man speichert auf den Smartphones eine Audioüberwachungssoftware, schließt sie an ein Solar-Ladegerät an, steckt beides in eine wasserdichte Hülle und platziert die ganze Anordnung in den Baumkronen im Regenwald. Kettensägen und LKWs, Schüsse und Angstlaute von gejagten Tieren machen Geräusche, die von der Audiosoftware aufgezeichnet und an eine Zentrale gesendet werden. Jeder Interessierte kann sich die App herunterladen und damit live die Geräusche aus dem Urwald hören. RFC, also die Rainforest Connection, hat das System bereits erprobt, und zwar auf der indonesischen Insel Sumatra im Kalawait Supayang Naturschutzgebiet. Der Programmierer der App und RFC-Gründer Toffa White und seine Mitarbeiter haben in einem Gebiet, das der Größe von 200 Fußballfeldern entspricht, die Überwachungsanlagen installiert. Schon nach wenigen Tagen konnte man damit mehrere illegale Holzfäller stellen. Nach knapp 2 Wochen wurde kein Alarm mehr geschlagen, woraus man folgern kann, dass die Holzdiebe das überwachte Gebiet vermieden haben. Der Musiker Neil Young sagt in einem Werbevideo für RFC, der Wald kann sprechen und wir können ihn hören. Dankeschön. Das war's.